Hallo Freunde der Elektromobilität. Ich befinde mich heute hier am Ludwig-Erhard-Haus in Berlin. Und der Grund dafür ist folgender. Ich habe nämlich bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Bei diesem Gewinnspiel ging es um einen Autotausch. Ich tausche jetzt mein Auto für 10 Tage gegen ein Elektroauto und probiere mal aus, wie das sich so im Alltag macht mit einem Elektroauto, ob das praxistauglich ist. All das werde ich im August herausfinden. So viel habe ich schon erfahren. Bis dahin muss ich mich noch ein bisschen gedulden. Wir haben jetzt den 28. Mai. Welches Auto es sein wird, das weiß ich noch nicht. Ihr seht im Hintergrund schon einige Autos stehen. Das erfahre ich jetzt gleich im sogenannten Kick-Off-Event. Und ich bin schon sehr gespannt und aufgeregt. Und ich bin ein großer Fan der Elektromobilität und ich freue mich schon sehr auf diesen Autotausch. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss, bis August. Hallöchen, ich heiße Raimund, bin 29 Jahre alt und wohne mitten in Berlin. Seit einigen Jahren steigt mein Interesse für die Elektromobilität. Und ich gebe zu, dass ich somit nicht ganz unvoreingenommen an das Experiment Autotausch herangehe. Ich bin überzeugt davon, dass Elektromobilität der Schlüssel zu sauberer Luft mit wesentlich weniger Emissionen in den Städten ist. Die Aktion Autotausch gibt mir die Möglichkeit, ein Elektroauto auf seine Alltagstauglichkeit im Jahre 2015 zu testen. Mit einem Videotagebuch werde ich jeden Tag begleiten und euch von meinen Erfahrungen berichten. Also anschnallen, Gang einlegen und los geht's! Hallo, jetzt haben wir den 24. August 2015 und wo sitze ich natürlich? In meinem Elektroauto. Heute Morgen bin ich in aller Herrgottsfrühe zum Potsdamer Platz in Berlin gefahren und habe mein kleines, schnuckeliges Elektroauto dort abgeholt. Zuerst gab es eine kleine Einführung, ein bisschen Papierkram ausfüllen, wie das immer so ist. Und dann gab es den Schlüssel und auch einen RFID-Chip, mit dem ich das Auto an den in Berlin verfügbaren oder in ganz Deutschland verfügbaren öffentlichen Ladestationen kostenlos aufladen kann. Das bezahlt die EMU für mich, zum Glück. Ich habe jetzt also 10 Tage Zeit, das Elektroauto auszuprobieren. Und ich bin heute Morgen schon zu meiner Arbeit damit gefahren. Und mein erster Eindruck ist also wirklich sehr angenehm. Der Herr, der mir die Einführung gegeben hat, meinte so schön, es ist ein schöner kleiner City-Flitzer. Und das stimmt irgendwie. Der ist recht flink. Und bisher meine ersten 20 Kilometer ohne Probleme. Top. Ja, der Tag 2 ist jetzt zu Ende gegangen. Heute bin nicht ich selbst gefahren, sondern heute ist meine Freundin Katharina selbst gefahren. Und wir sind jetzt gerade im Garten ihrer Eltern und laden unser Auto auf mit Solarstrom 1A. Die haben glücklicherweise eine Solaranlage mit Batteriespeicher. Das heißt, heute am Tag wurde der Speicher vollgeladen und jetzt können wir den Speicher leer machen und den Strom ins Auto schieben. Aber Katharina, wie war denn die Fahrt heute für dich? Also ich hatte einen sehr schönen, entspannten Tag auf der Hintour zur Arbeit, denn die ging eindeutig schneller mit dem Auto als mit dem Rad sonst. Aber schon beim Reinsitzen in das Auto habe ich gemerkt, es ist nicht gerade das Größte. Also mit 1,82 bin ich ja auch nicht die Kleinste, aber ich hätte gern noch so 5 cm gehabt, die ich den Sitz gerne nach hinten geschoben hätte.
Dann aber auf der Autobahn top, würde ich sagen. Also wirklich ein super Stadtflitzer, der kleine Mief. Ein bisschen stauig war es auf der Autobahn und man konnte dank der Rekuperation, musste man nicht so doll bremsen und lief alles gut. Allerdings auch hier ein kleines Manko. Ich fand die Rekuperation, die hätte schon noch stärker sein können. Gerade an Ampeln, wenn man dann ganz anhalten wollte, ist das Auto wirklich nicht mehr viel langsamer geworden und man musste die Energie in die Bremse verschenken. Das war ein bisschen schade. Bist du denn auch, bist du wahrscheinlich alleine gefahren, die Strecken? Aber hast du denn auch mal jemand anderen fahren lassen, um mal einen Eindruck von jemandem zu bekommen, wie der das so empfindet? Ja, natürlich. Also auf Arbeit angekommen, kam ich erstmal gar nicht zum Arbeiten, weil mich gleich der erste Kollege ansprach, was ist denn das hier für ein Auto? Und dann habe ich natürlich gleich gefragt, magst du mal eine Runde drehen, das ist ein Elektroauto? Er so, oh ja klar, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Und der eine Kollege meinte, und ich glaube, das ist ein Lob, fährt sich ja wie ein normales Auto, halt wie eine Automatik, nur irgendwie leise. Ja, und das war auch so mein Empfinden. Der Heimweg, muss ich sagen, war sehr viel Stau in der Stadt und ich habe mir mal wieder gedacht, eigentlich braucht man kein Auto in Berlin. Ja, danke erstmal und ich würde sagen, wir essen jetzt was, oder? Genau, und morgen darfst du wieder fahren. Okay, bis morgen. Tschüss. Ja, Tag 3 meines Elektroautotausches geht jetzt langsam vorbei. Es ist ein relativ windiger Tag. Ich hoffe, das hört man nicht so sehr. Und ich habe heute mein Auto an meinem Arbeitsplatz aufgeladen, denn ich hatte ja 8 Stunden Zeit, um das Auto aufzuladen. Und ich habe ein Strommessgerät an den Stecker rangehangen und habe mitgelockt, wie viel Strom ich denn in die Batterie geladen habe. Es sind 16,7 Kilowattstunden, was etwa dem Energiegehalt von weniger als 2 Litern Benzin entspricht, wenn man sich das mal vorstellt. Also ich bin über 100 Kilometer mit dem Auto gefahren und habe weniger Energie verbraucht, wie in 2 Litern Benzin stecken. Das ist schon beachtlich und da kann man schon mal sehen, wie effizient so ein Elektroauto ist. Jetzt komme ich aber zu etwas anderem. Und zwar habe ich heute in der Mittagspause entdeckt, dass es in der Nähe von meinem Arbeitsplatz eine nagelneue Schnellladetankstelle für Elektroautos gibt, vor der ich gerade stehe. Und wenn ich jetzt mal einen Schritt zur Seite gehe, dann sieht man, es gibt nicht nur einen Stecker zum Aufladen, sondern 3. Und das ist auch schon wieder ein kleines Problem der Elektromobilität zurzeit. Und zwar das ganze Steckerwirrwarr. Wir haben hier zum einen einen Typ-2-Stecker. Der ist relativ verbreitet bei deutschen und amerikanischen Herstellern. Dann gibt es noch einen CHAdeMO-Stecker. Diesen CHAdeMO-Stecker kann ich auch in mein Elektroauto, in den Mitsubishi stecken. Das ist ein asiatisches Fabrikat, das haben viele asiatische Hersteller, also Kia, Mitsubishi zum Beispiel. Und dann gibt es als dritten Stecker noch den CCS-Stecker. Das ist auch ein Fabrikat, was deutsche Hersteller benutzen, zum Beispiel VW, BMW und Audi. Also man sieht, es ist ein ziemliches Wirrwarr an Steckern, die wir hier haben. Ganz schön schwer. Und das ist auch, wie ich finde, ein kleines Problem. Denn wenn ich eine Ladesäule gefunden habe mit einem CHAdeMO-Anschluss, ich komme aber nur mit einem CCS-Anschluss zurecht, dann habe ich ein Problem. Dann kann ich an dieser Ladesäule nicht laden. Es gibt also noch kein einheitliches Steckersystem für Elektroautos. Meiner Meinung nach muss daran sehr stark gearbeitet werden, denn sonst ist die Akzeptanz von Elektroautos wirklich gefährdet. Das zweite Problem, was ich festgestellt habe, ich habe ja an meinem Autoschlüssel einen kleinen Chip dran, diesen gelben kleinen Chip. Mit diesem gelben kleinen Chip kann ich Elektro-Tankstellen, diese Schnellladesäule zum Beispiel, freischalten. Das Problem ist aber,
dass diese Schnellladesäule diesen Chip nicht unterstützt. Das heißt, wenn ich diese Schnellladesäule mit diesem Chip freischalten möchte, dann wird mir angezeigt, dass ich nicht autorisiert bin, diese Ladesäule zu benutzen. Da hat Plug Surfing schon etwas recht Gutes gemacht mit diesem kleinen gelben Chip, denn die versuchen, so viele Anbieter wie möglich unter einem Hut zu vereinen, zum Beispiel RWE, Vattenfall und viele weitere Anbieter sind mit diesem Chip schon freischaltbar. Diese Ladesäule gehört scheinbar aber jemand ganz anderem und ist damit nicht freischaltbar. Ich kann mein Auto also an dieser Ladesäule nicht laden. Zum Glück habe ich heute auf der Arbeit vollgetankt. Einen kurzen Nachtrag zum Tag 3 habe ich noch. Falls ihr euch schon immer gefragt habt, ob denn jemand das Kabel aus dem Elektroauto während des Ladevorgangs rausziehen kann und ihr morgens mit leerem Akku dasteht, wenn ihr zur Arbeit fahren wollt, das ist nicht möglich. Hier ist zum Beispiel der BMW i3 eingesteckt und man kann den Stecker also nicht rausziehen. Der ist völlig fest verriegelt und auch hier am BMW geht nicht. Das Einzige, was der Kriminelle natürlich tun könnte, wäre, den Stecker durchzuschneiden. Aber rausziehen kann man ihn zum Glück nicht. Soweit von mir. Bis morgen. Hallo und herzlich willkommen zu Tag Nummer 4. Ich habe jetzt gerade Schluss auf der Arbeit und befinde mich gerade auf dem Heimweg nach Hause und außerdem auf dem Weg zu einem kleinen Experiment, das ich durchführen möchte. Ich möchte nämlich heute probieren, das Auto an einer Chademo-Schnellladestation aufzuladen. Ich habe in der Plug Surfing App nachgesehen und gesehen, dass es in Berlin vier Chademo-Schnellladestationen gibt, nur der Chademo-Stecker passt ja leider in das Auto. Und ich habe gesehen, eine liegt sogar auf meinem Heimweg. Da möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert mit dem Schnellladen und ob das wirklich schnell lädt. Außerdem habe ich heute mal recherchiert in der Plug Surfing App und habe geschaut, wo in der Nähe meines Wohnortes und meiner Wohnung und in der Nähe meiner Arbeitsstelle Ladestationen sind und bin zu dem erschreckenden Ergebnis gekommen. Es gibt in der Nähe meiner Wohnung eine Ladestation, die ist allerdings 2,5 Kilometer weit entfernt. Das heißt, zu Fuß sind das 30 Minuten Laufweg, also völlig unrealistisch. Und es gibt auch eine Ladestation in der Nähe meines Arbeitsplatzes, die nächste Ladestation, die in der Plug Surfing App angezeigt wird, ist 3,6 Kilometer entfernt. Das ist also völlig unrealistisch. Ich denke, da muss auf jeden Fall noch dran gebaut werden. Ich arbeite in Berlin-Adlershof. Ich habe zwar gesehen, dass es dort Ladestationen gibt auf dem Campus, auch mit Typ-2-Stecker, der also in das Auto passen würde. Allerdings, das habe ich gestern schon gesagt, sind diese Ladestationen nicht in der Plug Surfing App verfügbar. Jetzt auf jeden Fall fahre ich erstmal zur Chademo-Ladestation in Berlin-Tempelhof und bin schon sehr gespannt, was mich dort erwartet, ob das überhaupt funktioniert und wenn ja, wie schnell das wirklich geht. Angeblich sollen ja 80% der Batterie in 30 Minuten aufgeladen sein. Okay, nun habe ich wahrscheinlich sogar noch 65% in der Batterie drin, aber ich möchte sehen, ob das wirklich schnell lädt und ob das funktioniert. Das schaue ich mir gleich mal an. Ja, jetzt befinde ich mich in Berlin-Tempelhof, direkt neben der Stadtautobahn. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr im Hintergrund, aber bei mir im Hintergrund seht ihr jetzt eine Schnellladesäule. Und zwar hat diese auch einen Chademo-Stecker. Sie war ziemlich einfach zu finden, befindet sich auf einer Tankstelle. Also
Hinter euch wird sozusagen alter Dinosaurier-Treibstoff getankt und hier wird moderner Strom getankt. Allerdings noch nicht. An dieser Schnellladestation gibt es zwei Stecker. Einmal meinen Shademo-Stecker, den ich benötige, und einmal einen CCS-Stecker, den, wie ich gestern erklärt habe, viele deutsche Hersteller verwenden. Den Ladedeckel habe ich schon geöffnet und jetzt bin ich gespannt, ob das auch alles funktioniert. Also es gibt hier ein kleines Display, auf dem man die Steckertypen auswählen kann. Ich wähle jetzt Shademo an und jetzt steht dort Fahrzeug verbinden, weiter mit Taste. Das mache ich jetzt. Ich werde jetzt mal den Stecker nehmen. Man sieht schon an der Dicke des Kabels, dass da doch einiges an Strom durchgehen wird. Und jetzt stecke ich den Stecker einfach ein. Zack. Das Ding rastet ein. Ich drücke jetzt die Taste weiter. Da steht Verbindungsaufbau, Parameter prüfen, Sicherheitsprüfung, initialisieren. Ah, Spannung 300 irgendwas Volt und jetzt geht's auch schon los. Und wisst ihr was? Es ist total kompliziert gewesen, oder? Also, da soll mir noch mal jemand erzählen, Elektroauto fahren ist kompliziert. Mein erstes Mal an einer Ladestation laden, ein voller Erfolg. Es ist total easy und das Interessante ist, ich habe ja diesen Plug-Surfing-Chip bekommen. Den habe ich gar nicht gebraucht. Ich konnte einfach den Stecker einstecken und es hat losgeladen. Das heißt, es ist für mich und für Plug-Surfing komplett kostenlos. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es für mich kostenlos ist und für Plug-Surfing. Und ja, erstes Mal laden, erfolgreich hinter mir. Wir haben jetzt Tag 5 hinter uns. Somit ist sozusagen die Halbzeit erreicht. 5 Tage haben wir noch und bisher war es recht spannend. Und ich stehe jetzt hier gerade mit Katharina zusammen an, man kann schon fast sagen, meiner Lieblingsschnellladesäule an der Tankstelle. Und wir laden jetzt nochmal ein bisschen Strom nach für unsere Fahrt, die wir heute vorhaben. Dazu aber später mehr. Zunächst möchte ich noch etwas zum Tag 5 erzählen. Ich bin morgens losgefahren, da war es relativ kühl, es waren so um die 13 Grad, es hat geregnet und das Auto war natürlich auch kalt. Das heißt, ich habe die Heizung angedreht und was mir dabei aufgefallen ist, war, dass die Reichweite beim Einschalten der Heizung extrem absinkt. Also ich glaube, das waren sogar 20 oder 30 Kilometer, die beim Einschalten der Heizung plötzlich auf der Uhr gefehlt haben. Da habe ich mich dann gefragt, wie das so mit der Winterreichweite bei dem Auto aussieht. Das kann ich ja leider nicht probieren. Wir haben es heute, sollen es wohl 34 Grad werden oder irgend sowas, also richtig warm. Da werden wir eher die Klimaanlage benutzen als die Heizung. Vielleicht auf dem Rückweg heute. Ja, aber Mitsubishi hat ein bisschen mitgedacht und es besteht die Möglichkeit, das Auto vorzuklimatisieren, wenn es noch an der Ladestation hängt. Und zwar gibt es dazu dieses kleine Gerät. Sieht ein bisschen aus wie aus den 80er Jahren entflohen. Scotty, und ist kein Handy oder sowas. Nein, das ist ein kleines Mini-Gerät, das kann man irgendwie einschalten. Und dann kann man da die Heizung programmieren oder auch das Laden programmieren. Habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich vielleicht mal machen. Dann braucht man halt nicht so viel Strom aus der Batterie zu nehmen, wenn man das Auto vorklimatisieren kann. Weil es dann einfach vorgeheizt ist. Richtig. Mit dem Hausstrom noch. Genau. Dann waren wir gestern Abend am Alexanderplatz in Berlin. Dort gab es ein schönes Fest mit viel Essen und Musik und viel Spaß. Und dort sind wir hingefahren nach der Arbeit. Haben uns dort an eine Ladestation von RWE gehangen, die ich in der App von Plug Surfing rausgefunden habe. Die war also direkt in der Nähe, war nicht sehr weit weg. Und dort habe ich mich angeschlossen mit dem Auto. Und der Vorteil daran war,
Ich musste keine Parkgebühren bezahlen. Ja, überall waren Parkzonen eingerichtet, wo man viel Geld lassen musste. In der City in Berlin parken ist teuer, wahrscheinlich wie in jeder Großstadt. Und was mir aber auch noch aufgefallen ist, diese RWE-Säule, die wollte ich irgendwie versuchen, mit dem von Plug Surfing gegebenen Chip zu entriegeln, sodass ich meinen Ladestecker dort einstecken konnte. Das war gar nicht möglich. Also es gab gar kein Lesegerät für diesen kleinen Chip. Ich habe dann die Ladesäule über die App freigeschaltet. Das ging ohne Probleme. Man kann da direkt sagen, laden starten und dann geht das sofort los und man kann auch problemlos laden. Aber da habe ich mich gefragt, was ist, wenn ich mein Smartphone vergessen habe oder wenn der Akku alle ist oder wenn ich gar keins habe. Es gibt ja viele Leute, die wollen keins. Dann kann ich das Auto nicht aufladen an den Säulen. Das war ein kleines Problem. Ja, und jetzt kommen wir zum sechsten Tag, zu heute. Heute haben wir einen Ausflug geplant ins wunderschöne Brandenburg. Die Strecke beträgt ungefähr 80 Kilometer, vielleicht sogar einen Tick mehr. Und ich bin gespannt, wie sich das Auto dann mit auch drei Personen beladen, wir bekommen noch eine Freundin mit ins Auto, wie sich das dann schlägt. Und auch auf die Strecke gesehen, mit wie viel Batteriekapazität wir dann noch ankommen. Das wir haben die Versorgung sichergestellt, wir werden bei den Freunden nachladen können. Genau, es gibt weit und breit keine Ladestation. Also wenn wir irgendwo in Probleme kommen, haben wir keine Möglichkeit, an einer öffentlichen Ladestation zu laden. Wir müssten also zum Bauern gehen und fragen, ob wir Strom kriegen können. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht passiert. Wir laden jetzt hier an der Schademo-Ladestation noch eben voll und sind auch fast voll, sehe ich gerade. Also es kann gleich weitergehen. Und wir werden euch auf dem Laufenden halten. Bis später. Bis später. Unser Ausflug nach Brandenburg war eigentlich relativ entspannt. Es gab ein paar Strecken unterwegs, die mit 120 gekennzeichnet waren und auch einige 100er Strecken auf der Bundesstraße. Ich habe mich nicht so richtig getraut, 120 zu fahren, denn man kann ganz gut beobachten im Armaturenbrett. Dort gibt es ja diese Anzeige des momentanen Energieverbrauchs und die schnellt dann wirklich schon extrem in die Höhe, wenn man schneller fährt. Ich habe dann die Geschwindigkeit meistens bei unter 100 Kilometern pro Stunde gehalten und bin dann so zwischen 80 und 100 Kilometer pro Stunde gefahren. Wir sind dann ungefähr mit etwa einem Viertel Batterieinhalt noch angekommen in unserem Zielort. Wir hatten dann auch die Möglichkeit, unser Auto vor Ort aufzuladen. Bis zum Abend war dann die Batterie auch voll. Wir hatten einen schönen Tag. Das hätte für den Kaffeeklatsch bei Tante Erna sicherlich nicht ausgereicht, denn ich glaube, die hat keine Lust, uns bis 21 Uhr abends dort zu haben, etwa 15 Minuten bevor wir dann los wollten und das Auto noch am Strom steckte, habe ich das Auto begonnen vorzuklimatisieren und als wir eingestiegen sind, war es dann schön mollig warm. Das macht sich schon bemerkbar. Vorklimatisieren und niedrige Geschwindigkeit, das sind wohl einige Spartipps, die ich aus meiner Erfahrung jetzt berichten kann. Genau, das war zum sechsten Tag. Gestern am siebten Tag sind wir dann gar nicht mit dem Auto gefahren. Das stand den ganzen Tag vor der Tür, denn wir haben die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin genommen und sind zum Radio 1 Parkfest am Gleisdreieck gegangen und haben uns dort eine schöne Zeit gemacht. Und wie gesagt, gestern blieb das Auto stehen, deswegen gibt es eigentlich nicht viel zu berichten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder am Tag 8. Heute an Tag 8 möchte ich mich um eine Eigenheit des Elektroautos kümmern und davon berichten. Und zwar um die Rekuperation. Rekuperation bedeutet Bremsenergie-Rückgewinnung. Beim Elektroauto ist es nämlich so, wenn ich den Fuß vom Gaspedal bzw. vom Strompedal nehme, dann wird das Elektroauto signifikant langsamer. Und der Elektromotor wird anschließend zum Generator und wandelt die Bewegungsenergie wieder in elektrische Energie um und
speist diese in den Akku zurück und ich kann die Energie dann beim nächsten Beschleunigen an der Ampel aus der Batterie nehmen und mich damit fortbewegen. Das wäre beim Benzinmotor niemals vorstellbar. Das würde ja bedeuten, beim Bremsen des Autos würde Benzin in den Benzintank zurückgewonnen werden. Unvorstellbar. Ja, und dafür gibt es verschiedene Modi bei diesem Auto. Wenn ich den Schalthebel auf D stelle, das ist wie bei einem Automatikauto. Ich stelle ihn von P, von Parken auf D und kann damit ganz normal fahren. Wenn ich den Fuß dann vom Gas nehme oder vom Strom, dann verzögert das Auto etwas. Es wird etwas langsamer und Energie wird in die Batterien zurückgewonnen. Das ist die Rekuperation, die ich eben schon erwähnt habe. Jetzt gibt es zwei weitere Modi in diesem Auto. Und zwar einmal den B-Modus. B steht, ich denke, für Bergassistent oder irgendwie sowas. Ich denke, das ist dafür gedacht, wenn man an Bergen herunterrollt, dass man mehr Energie in die Batterie zurückgewinnt. Aber ich habe festgestellt, auch in der Stadt ist das sehr angenehm, damit zu fahren. Und dann gibt es noch den Modus C. Ich vermute, das steht für Komfort. Wobei ich den Komfort nicht so richtig sehen kann. Denn wenn ich im C-Modus den Fuß vom Gaspedal nehme, dann passiert eigentlich fast gar nichts. Das Auto rollt eigentlich relativ normal weiter, wie bei einem normalen Verbrennungsmotor. Ich persönlich habe, wie eben schon erwähnt, für mich den B-Modus entdeckt, denn das fährt sich wirklich sehr komfortabel. Der B-Modus verzögert so stark, dass es einem Tritt auf das Bremspedal sehr nahe kommt. Und ich brauche nur noch die letzten 1-2 Meter an der Ampel die Bremse benutzen, um das Auto wirklich komplett zum Stillstand zu bringen. Ich denke persönlich, das ist eine sehr effiziente Lösung, vor allen Dingen im Stadtverkehr, wo viel Stop und Go, viele Ampeln sind und man ständig beschleunigen und wieder anhalten muss. Ich denke, das ist eine sehr gute Sache und ich bin damit sehr zufrieden. Ich bin jetzt gerade durch Berlin auf dem Weg zum Forum, wo ich gleich hinfahre. Und jetzt habe ich nochmal schnell hier am Potsdamer Platz an einer Schnellladestation angehalten, um kurz nochmal den Akku aufzufrischen und um dann voll am Forum zu sein. Und um die Wartezeit mir etwas zu versüßen, habe ich am letzten Tag des Sommers mir nochmal ein Eis gegönnt und lutsche das jetzt auf. Und wenn es leer ist, bin ich voll und fahre weiter. Im Forum angekommen, löcherte uns Frank Ferenski von Leben Mitte Energiewende TV mit seinen Fragen zum Autotausch. Das komplette Interview und die Sendung 143 gibt es auf YouTube im Kanal von Leben Mitte Energiewende TV zu sehen. Am 9. und 10. Tag waren wir nicht in Berlin, um das Auto zu fahren. Stattdessen hat der Klaus das Auto gefahren und er wird uns jetzt in einem kurzen Interview von seinen Erfahrungen berichten. Ja, Tag 9 und 10 sind jetzt schon vorbei. Falls ihr euch jetzt fragt, wer der Mann neben mir sitzt, das ist Klaus. Hallo Klaus. Hallo Mann. Und der Klaus, der hat das Auto jetzt für die letzten 2 Tage bekommen, wollte da mal ein paar Erfahrungen sammeln, wie das so ist. Und ja, Klaus, wie war es denn? Ja, war ganz interessant. Bin ja mehrere Kilometer gefahren. Wir wohnen ja am Stadtrand von Berlin in Ahrensfelde und meine Arbeit ist in Eberswalde und den Part wollte ich einfach mal ausprobieren. Okay. Wie weit komme ich denn mit dem Auto? Was kann ich machen? Wie kann ich wieder aufladen zu Hause? Wir haben eine Solaranlage auf Dach und die wollten wir dafür mit nutzen und ja, das habe ich alles ausprobiert. Und siehe da, ich bin heute sogar mit dem Elektroauto wieder hierher gekommen. Sehr schön. Also das hat gut geklappt. Wie weit war die Strecke zur Arbeit? Also es waren dann so 43 Kilometer so circa und die hin und zurück. Und ja, dann hat das Auto mir allerdings über 100 angezeigt, die ich gefahren sei. Das stimmt dann ja, allerdings. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Die Reichweite geht schneller zurück als die Kilometer, die man tatsächlich zurückgelegt hat. Ne?
Richtig. Okay, also so ein bisschen Reichweitenangst hat man schon am Anfang, oder? Wenn man es nicht gewohnt ist, so, ne? Richtig, also man muss, glaube ich, nachher rausbekommen, wie lange fährt dann das Auto tatsächlich. Ja. Was ist, wenn 10 Kilometer angezeigt werden, kann ich trotzdem noch weiterfahren. Ja. Und das wird man, glaube ich, einfach nachher wissen. Wenn das Auto sein eigenes ist, dann weiß man das. Hatte aber das Gefühl, dass das Auto also ähnlich funktioniert wie mein Benzinauto. Ich kann mich rollen lassen, habe heute dann die anderen Stellungen außer D ausprobiert, ja. Also habe auch die Stellung B und C ausprobiert, ja. Was denn da passiert. Und B bremst stärker, oder? B bremst stärker, ja. Und für mich war aber C die angenehmste Fahrweise. Okay. Und dein Resümee der 2 Tage ist Elektromobilität. Wäre das für dich praxisnah? Wäre das für dich möglich? Oder sagst du, nee, ist noch nicht reif, müssen wir noch ein paar Jahre warten? Also diese Reichweite ist natürlich diese große Frage, die da immer wieder kommt und sicherlich immer gestellt wird. Im Sommer oder in den warmen Jahreszeiten wäre das für mich also erstmal überhaupt gar kein Problem. So sehe ich das. Glaube ich, auch kein einziges Auto, was es auf dem Markt gibt, wird mich daran hindern, diese 80 Kilometer zu fahren, also 40 hin, 40 zurück. Mhm. Das wird nicht passieren, glaube ich jedenfalls nicht. Also es gibt, glaube ich, kein Auto, was das nicht kann. Mhm. Der Winter wird es dann sicherlich sein. Denn die nette Taste Klimaanlage hat einem gleich auf dem Display gezeigt, dass da mal gleich 20 Kilometer abgezogen werden. Ja. Da weiß man dann genau, wo man dann seine Einschränkungen hat. Ja. Das wird sicherlich mit Heizungsteilen ähnlich sein. Ja. Und ich wäre jemand, der sowas benutzt, der nicht einen Komfort-Einbußer haben möchte. Ja. Also ich möchte weiterhin ein vollwertiges Auto haben. Ja. Und das ist wichtig. Habe die Ladevariante wunderbar ausprobieren können. Am gestrigen Tag war es ja doch, auch wenn der Wetterbericht das nicht so gesagt hat, sehr sonnenreich. Also ich habe gestern nur mit unserem Strom getankt, so gut wie nichts aus der Batterie. Also wir haben auch eine Speichermöglichkeit. Habe ich also nicht draußen nehmen müssen, sondern die Sonne hat ausgereicht, um den Akku nachzuladen. Der war ja nicht ganz leer, wie ich gekommen bin, und habe dann bis zum frühen Nachmittag war das vollgeladen. Ich freue mich morgen auf meinen letzten Tag, dann muss ich das Auto auch wieder zurückgeben, habe einen Termin bekommen, um 16.30 Uhr muss ich den leider wieder abgeben. Das Resümee werdet ihr dann anschließend sehen und ich sage erstmal bis dahin. Nachdem das Auto zurückgegeben wurde, noch ein paar Daten für die Statistik. Insgesamt bin ich mit dem Auto 747 Kilometer gefahren und habe dafür etwa 90 Kilowattstunden in die Batterie geladen. Das entspricht einem Durchschnittsverbrauch von etwa 12 Kilowattstunden pro 100 Kilometern. Oder in Benzin umgerechnet etwa 1,3 Liter pro 100 Kilometer. Vergleicht man das Auto jetzt mit einem Auto ähnlicher Größe mit Benzinmotor, bei dem ein sparsamer Verbrauch von 5,5 Litern pro 100 Kilometer sowie ein Benzinpreis von 1,40 Euro je Liter angenommen wird, kommt man auf einen durchschnittlichen Preis von 7,70 Euro je 100 Kilometern. Bei einem Strompreis von 25 Cent je Kilowattstunde verfährt das E-Auto nur etwa 3 Euro je 100 Kilometer. Das Verbrennerauto verursacht also bis zu 256% mehr Kosten im Verbrauch. Wartung und Verschleiß wurden hierbei noch nicht berücksichtigt. Grund dafür ist die unglaublich gute Effizienz des Elektromotors von über 90%, die sich am Ende auch finanziell auszahlt. Zehn Tage Autotausch sind jetzt zu Ende. Zeit also für ein kurzes Fazit. Was hat mir gefallen und was hat mir weniger gefallen? Gefallen hat mir zum einen, dass das Elektroauto, ich würde sagen, alltagstauglich ist. Es fährt sich super leise, super komfortabel, sehr angenehm. Was mir nicht so gefallen hat oder wo ich noch Verbesserungspotenzial sehe, das ist die Ladeinfrastruktur. Da muss auf jeden Fall noch was getan werden. Denn besonders im ländlichen Raum, da gibt es noch viele weiße Flecken und eine Fahrt von Berlin an die Ostsee ist, glaube ich, nur sehr schwer umsetzbar. Wer allerdings ein Eigenheim sein eigen nennt, der kann schon heute Elektromobilität für sich möglich machen und das Auto einfach abends an die Steckdose stecken und jeden Morgen steht ein frisch getanktes Elektroauto vor der Tür.
Wo ich auch noch Probleme sehe, das sind die Anschaffungskosten. Ein Elektroauto ist heute noch ziemlich teuer. Der Mitsubishi, den ich gefahren habe, der kostet jetzt zurzeit ungefähr 23.700 Euro. Laut Liste, das ist ziemlich viel. Wenn man dagegen aber betrachtet, die Betriebskosten bei einem Elektroauto, Wartung und Unterhalt und auch die Stromkosten sind wesentlich geringer, ist das wieder ein Vorteil. Ebenso vorteilhaft sind die fallenden Batteriekosten. Die sind zum Beispiel in den letzten 2 Jahren um mehr als 50% gefallen. Tendenz weiterhin fallend. Das Elektroauto ist also auf einem guten Wege und ich denke, dass es sich in den nächsten Jahren durchsetzen wird. Das ist meine persönliche Meinung und ich bin davon auch überzeugt von diesem Gedanken. Jetzt ist allerdings der Autotausch zu Ende. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr herzlich bei der EMO, beim Tagesspiegel und bei Radio 1, die diesen Autotausch möglich gemacht haben und natürlich an die Glücksfee, die mich als eine von 100 Teilnehmern gezogen hat. Wie gesagt, der Autotausch ist vorbei und ich steige jetzt auf ein noch viel umweltfreundlicheres Transportmittel als das Elektroauto um und dreimal dürft ihr raten, was das ist. Bis dann! Tschüss!